Also in unserem Konzert geht es um das Thema Schlafen. Also wir fanden das Thema irgendwie spannend, weil der Mensch ungefähr ein Drittel seines Lebens im Schlaf verbringt. Und das ist irgendwie eine ziemlich lange Zeit, aber man weiß meistens gar nicht so richtig, was passiert eigentlich in der Zeit. Manchmal wacht man morgens auf und hat so ein irgendwie komisches Gefühl oder man erinnert sich an einen krassen Traum und oft weiß man aber gar nichts davon. Und deshalb dachten wir, irgendwie wollten wir uns diesem Thema mal auf eine künstlerische, musikalische Art und Weise irgendwie annähern. Ja, und haben dann versucht, so einen Schlafzyklus einfach darzustellen, was auch ganz gut ist, weil ein Schlafzyklus auch so eine Länge von ungefähr 60 Minuten hat. Das heißt, es hat super in dieses Konzertformat auch reingepasst von der Länge. Wir wollten mit dem Einlass auf jeden Fall ein bisschen zeigen, wie dieser Raum aussehen könnte, wo man zu Bett geht. Das heißt, da hängt die Wäscheleine, die vielleicht noch als Wäscheständer im Zimmer steht. Und es sind kleine gemütliche Lampen an und ja, man geht ins Bett. In den nächsten Phasen sind andere Gegenstände auf der Bühne zu sehen, zum Beispiel kleine Styroporbälle, die wie kleine so Traumsequenzen sein sollen. Dann spielen wir in der Tiefschlafphase spielen wir hinter einem Vorhang und man sieht nur den Schattenriss von uns. Also wir spielen in einem Trio, was doch wirklich sehr vielleicht auch anstrengend sein könnte zum Zuhören, aber halt genau diese Enge und Bedrückung vielleicht auch von der Tiefschlafphase zeigen kann, weil man so tief gesunken ist ins Unterbewusstsein, dass man wirklich da auch gefangen ist und nicht so leicht wieder rauskommt. Ich glaube, unser Ziel ist, es ist eigentlich das Publikum emotional mit auf die Reise zu nehmen, also wirklich abzuholen, wo es vielleicht ist. Vielleicht sind die einen oder anderen müde, ja, weil es schon so spät ist, aber trotzdem, dass man da einfach noch einen Schlafzyklus zusammen erleben kann.